Hallo alle und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Civilization 6. Ich mach ihn raus. Mach ihn raus. Ja, gib dir das doch mal. Hier stehen 4 Missionare in meiner Stadt. 3 davon gehören zu diesem komischen Zarathustrismus und der andere zum Katholizismus. Das klingt ja nicht so cool. Ja, die sollen sich alle vergraben gehen. Mit ihrem scheiß Religion. Jo, Weg beginnen. Apostel kostet 210, oh Mann. Ah ja, die KIs kloppen sich gerade schön, Vereinbarung. Oh ja, okay, tatsächlich. Süleyman hat Dingens den Krieg erklärt, tatsächlich. Große Werke, okay. Das nehme ich mir auch gern, das große Werk. Annehmen. Hätte mich interessiert, ob Süleyman auch Dido den Krieg erklärt, also Schäfi den Krieg erklärt hätte. Das frage ich mich jetzt auch. Das wäre ja witzig gewesen, ey. Das sage ich dir. Aber vermutlich, ich weiß nicht, ich könnte sogar sagen. Schäfi den platt gemacht. Um ehrlich zu sein, wäre ich dann vermutlich mit eingestiegen in den Krieg. Weil eine bessere Gelegenheit hätte ich nicht bekommen. Ja, weiter geht's. Willst du mir vielleicht sagen, was für ein Wunder du baust? Eigentlich nicht, nee. Dann sage ich dir meins halt auch nicht. Das ist, damit kann ich leben. Damit kann ich ganz gut ab. Hey, was? Ausbruch, das was für ein Ding? Erzieges Bevölkerung um 1 reduziert? Okay, ich fahre jetzt hier mal ein bisschen weiter. Ah, da ist noch eine Grenze. Ist das Amerika? Kann sein. Nee, das ist eine geschlossene Grenze. Ich darf da nicht rein. Also es ist noch jemand Fremdes. Noch jemand Fremdes. Ja, noch jemand. Mhm. Ich müsste hier vielleicht echt mal mehr die ganzen Geländefelder bebauen. Ich habe hier so viele leere Felder. Das ist schlimm. Das geht doch nicht. Auch das bisschen Flut. Als wenn du schon fertig bist. Ich? Ne, ich habe ja nichts viel. Ich habe ja nicht viel. Was soll ich denn hier großartig machen? Na gut, dann ist ja auch kein Wunder. Ich muss ja mein Reich nicht aufbauen. Ich muss ja nur noch verwalten. Also. Verwalten. Okay, gut. Nur den Reichtum verwalten. Den Reichtum. Den griechischen Reichtum. Ach, hallo, Robert der Erste von Schottland. Schön, dich kennenzulernen. Allen Zivilisationen begegnet. Geil. Okay, an der Stelle bin ich mal kurz gemutet. Ja, also. Zunächst einmal, vom Plan her sieht es folgendermaßen aus. Wir haben 466 Punkte. Wir haben auch großartig keine Armee. Das heißt, wir werden sehr lange warten darauf, dass wir jetzt die Forschungslabore ranbekommen. Damit halt natürlich die Forschung massiv steigern können. Und somit dann auch relativ schnell Richtung Bomber gehen können. Und dann werden wir unseren Kriegszug einmal fort oder beziehungsweise überhaupt mal anfangen. Bisschen, was du baust. Was für ein Wunder. Was? Ich glaube, ich weiß, was für ein Wunder du baust. Ja, welches denn? Das sage ich dir auch nicht. Ich weiß, aber ich sag dir nicht, was du baust.
Na, das klingt logisch. Ja. Was hat er denn da? Ach, Plänkler. Erste Technologie im neuen Zeitalter. Klasse. Dann erforsche ich jetzt, was habe ich denn hier noch? Irgendwas hatte ich hier doch noch vorhin am Laufen. Ist mir jetzt egal, irgendwas erforsche ich jetzt einfach. Oh, ich darf auch neue Ausrichtung. Ja, das da. Und Gouverneur. Ja, ich befördere sie. Ach, das Bankwesen habe ich auch entdeckt. Sehr schön. Ui. Ich kann mir einen Apostel kaufen. Supi. Glauben. Apostel. Ja, ich kann jetzt nächste Runde sagen, Inquisition einleiten. Und jetzt müsste es fertig sein. Komm. Ja, wenn eh alle noch auf dich warten, dann... Hey, Robert der Erste, wollen wir Freunde sein? Nein, möchte ich nicht. Doch will er. Dich hat keiner gefragt. Also meine Grenzen sind immer noch geschlossen. Ja, ich kann aber trotzdem bei dir rein. Ich weiß auch schon genau, wie ich das mache. Er müsste vielleicht nur mal ankommen. Wenn du meinst, das mit über Glauben zu regeln, das wird nicht klappen. So, jetzt komm. Mach fertig hier. Ja! Es ist fertig! Inquisition einleiten. Und jetzt müsstest du vielleicht eine etwas gekriegt haben. Ja, Bau konnte nicht rechtzeitig beendet werden. Ich? Nee, noch nicht. Warum? Ach, du hast nicht wie heißt das Ding hier? Muiteo Kali gebaut. Nee, das baue ich nicht. Schade, ich hab's nämlich gebaut. Ja, Moment, ich muss Botschaft noch annehmen. Ja, du darfst eine Botschaft bei uns bauen. Ja, Produktion muss ich noch wählen. Ja, eine Bank. Und ich kaufe mich hier mal schnell einen Handwerker. Das gibt's doch jetzt nicht. Jetzt habe ich hier nicht genug Gold dafür oder was? Ach komm. Ist doch ein Witz, ey. Was ist denn los mit dir? Machen. Ja, dann mach Werkstatt. So. Baue ich denn hier jetzt? Ja, Stadt mal. Jetzt hat sich mein Headset verabschiedet, wunderbar. Bist du noch da, das Headset? Also, ich höre dich noch. Ich muss halt nur einstecken, in Strom. Ja, weiter. Ach so. Dann gibt's ja keine Probleme. Ich habe schon gedacht, dein Headset ist komplett tot. Was ist das denn da? Ein Speer von dir? Ach, siehst du meinen Speer? Ja, den sehe ich. Dem geht's nicht mehr ganz so gut. Der hat ein bisschen was abbekommen. Ja, es kann durchaus mal passieren. Oh. Oh, das sieht aber schön aus hier. Das hast du schön gebaut. Ui, okay. Teokali. Auf einem See. Ja, das sieht doch cool schick aus. Ich muss gerade auf dem See bauen. So. Ja, willst du bei mir rein, dann darf, wenn ich auch bei dir rein darf, dann darfst du gerne bis dich bei mir ein bisschen umschauen. Nee, will ich nicht. Ja, Pech gehabt. Wie viel kosten ein Inquisitor? Ah, 70 nur, zack, Allah.
Weiter. Oh, ach scheiße. Weiter, weitermachen. Ja, ich hätte noch dem Philipp Freundschaft erklären sollen, weil der mag mich nämlich immer noch. Ach, Quatsch. Wie viele Ladungen hat der denn? Der hat 4 Verbreitungen. Ich muss hier mal kurz überlegen, ein bisschen. Wo hatten die hier? Da hat sie eine und sonst da noch. Ja, bau hier mal ein Jagdlack. Hä? Digga, was? Wie bist du hier reingekommen? Wieso nicht? Hä? Ich hab dir nicht offene Grenzen erklärt. Weiß nicht, vielleicht Dorfenspeher das. War eigentlich nicht. Hab mich auch gewundert. Leute, Dü hat Hex an. Bestimmt. Ja, aber hat mich tatsächlich auch gewundert, also weiß ich nicht. Nein, das gebe ich dir nicht, das ist mein Werk. Offene Grenzen können wir gerne machen. Jo. Danke. Ich habe Astronomie entdeckt. Sehr schön. Gesandten. Dahin. Jo, weiter. Oh, nee, scheiße. Oh ne, scheiße, alles scheiße, Bruder, scheiße. Jo, hallo Philipp der Zweite, wollen wir Freunde sein? Danke. Oh, ich habe Aachen entdeckt. Ja, das ist Aachen. 3 entfernen, ja. Weltkongress, okay. 100% Produktion für Gebäude in diesem Bezirk. Ja, Campus. Produktion von, oder minus 50%, ja, für Produktion. So, dann hier nochmal ein bisschen mehr. Ich hier auch nochmal. Jo, weiter. Okay. Mal schauen, ob es das wird, für was ich gestimmt habe. Bin sehr gespannt. Ja, ich auch. Oh ja, ist es tatsächlich. Hast du für Campus gestimmt? Nee, habe ich nicht. Warum? Meine Campus-Dinger sind komplett ausgestattet. Wow. Was will ich denn damit? Oh Gott, leck. Das nutzt mir ja dann nix. Jo, also Leute, ich würde dann an der Stelle das Video auch schon beenden und es geht dann wieder weiter beim nächsten Mal. Jo, na denn. Bis dann. Ciao, Leute.